zu 2. Steht die Chancen gut auf ein Ende der Begegnung nach 4. Beeindruckend, wie er hier gegen sich der Welt auftritt. Ein Schlag in diesem ersten Satz. Und er hat auch heuer natürlich angelehnt an dieses Konzept gegen Champions League Saison, sondern aus Russland, Jekaterinenburg oder Orenburg. Oder natürlich Jahre jünger als Werner Schlager. Bis heute ungeschlagen in der Champions League in all seinen 7 Spielen. Weltmeister vielleicht zu früh gelobt. Gerade jetzt. Aber 3 bleiben noch für Markus Frey. Gegen Chen Weixing, da hat er lange arbeiten müssen. Also Konditionsfrage wird dieses Spiel keines für ihn. Und er holt ihn sich. Mach diesen Ball so gerne in deiner Rückhand, dass die einmal erwischt wurde, so richtig nach hinten. Das VS, aber Daniel Habeson und auch Ersatzmann Stefan Fegerl. Dann ist das Ganze natürlich umso schöner in den Räumlichkeiten. Das nach dem Tischtennisschlager mit dem Erstliga-Fußballschlager weiter. Das Match. Und vielleicht gleich diesen Satz nach Hause zu bringen. Für Ochsenhausen. Oh, starker Ball jetzt von Markus Freitas. Ihn jetzt zu einer 4-Punkte-Führung. 9:5. Da bahnt sich ein 5. Satz an. Aber noch. Zu 3. Schlechtem Beginn und die Bälle landen im Out. In der Südstadt beginnt inzwischen das Erstligamatch. Admira gegen St. Pölten. Und hier haben wir den Matchball. Markus Freitas besiegt Werner Schlager schlussendlich mit 3:2 Sätzen.